Ja, moin Leute, herzlich willkommen zu dieser neuen Two-Player-Obi gemeinsam mit Khan. Ja, wie ihr seht, bin ich immer noch in meinem realistischen Skin und wir spielen heute mal wieder eine Obi zu zweit. Ich habe mich gerade voll erschrocken, wo ich dich gesehen habe. Ja, ich erschrecke mich auch jedes Mal, wenn ich mich sehe. Aber es ist nur diese Woche so, danach ist wieder alles normal, aber diese Woche... Es sei denn, am Wochenende mache ich vielleicht auch eine Challenge. Nee, das glaube ich nicht. Kann doch sein. Das glaube ich aber nicht, dass du das machst. Ja, kann doch aber sein. Glaube ich nicht. Kann doch sein. Kannst du mit dir selber machen, diese Challenge? Ja, also, wir haben diese Woche ja noch kein Mario Kart gespielt, wer weiß. Ja, und wenn ich dann bei Mario Kart verliere, muss ich dann so rumlaufen, oder was? Kann sein. Mhm. Da sehe ich mich ja nicht, du, da sehe ich mich ja nicht. Tja, dann musst du dich ein bisschen anstrengen. Mann, das ist übelst schwer, Khan. Hallo, du hast eins vergessen. Nein, habe ich nicht. Das ist falsch. Hä? Du musst erst hier vorne. Hä, ich habe das doch schon gedrückt gehabt. Das doch nicht auf der rechten Seite. Jetzt mach! Ja, ich dachte erst die anderen vielleicht. Schrei mich nicht so an, Mann. Mann, du siehst das doch. Ja, wieder falsch. Hä, was fehlt dir denn jetzt? Hast doch alle. So, jetzt habe ich es geschafft. Was ist denn mit dir? Ja, du hast voll vieles falsch gemacht. Ja, jetzt drück du mal hier, dass ich hier durch kann. Ja, da steht keine Reihenfolge dran, wann man wo dran muss, Khan. Ja, aber du musst einfach das, was als erstes kommt. Nee, das ist nicht so einfach. Da sind ja teilweise auch einfach rechts und links. Da gibt es kein erstes und letztes. Ja, doch. Also hättest du einfach die Reihenfolge genutzt, dann wäre alles okay dann, ja. Ja, welche Reihenfolge? Ganz ehrlich, ey. Drückst du bitte? Hallo, du musst hier drauf drücken, Mann. Ich hab schon gedrückt. Dann kann ich ja nichts dafür, dass du so langsam bist. Warum bist du denn jetzt schon wieder so genervt, Mann? Wir sind doch erst eine Minute im Video. Entspann dich doch mal ein bisschen. Ich bin nicht genervt. Du bist total genervt. Ich sag, wie es ist. Seitdem du diesen neuen Avatar hast, bist du echt anders geworden. Bist du bescheuert? Ja, du bist echt anders geworden. Ja. Du denkst jetzt auch, du wärst so voll die Coole, ne? Ja, also das hat meinen Charakter schon sehr stark verändert. Aber, ja, was soll ich sagen, Khan? Ich sehe jetzt halt einfach fancy aus. Mhm. Also, ich muss aber trotzdem sagen, bisher läuft es eigentlich ganz gut. Das will ich von dir überhaupt nicht hören. Das will ich von dir überhaupt nicht hören. Ja, genau das meine ich nämlich. Ach ja, bitte schrei mich nicht so an, Khan. Ich hab dich... Unfair. Was? Du hast mich voll angeschrien. Was willst du denn jetzt von mir? Du hast mich vorhin voll angeschrien, ja, als und? Ich hier so was in der Reihenfolge gelaufen bin. Ja, ich habe dich gerade darum gebeten, das nicht zu machen. Interessiert mich nicht. Ja, ist mir schon klar, dass dich das nicht interessiert. Ja, also warum sagst du es dann? Ja, man kann es ja mal probieren und an dein Gewissen appellieren vielleicht, wenn da eins vorhanden ist. Mein Gewissen? Ja. Ja, es ist. Ja, ich weiß, dass ich das gegenseitig ausschließe, also ich glaube, diese beiden Wörter. Ich glaube, das fällt mir jetzt auch gerade ein. Danja, ich glaube, das liegt schon so seit 10 Jahren irgendwo im Fundbüro. Ja. Ich befürchte es. Jetzt habe ich hier gerade ein Problem, glaube ich. Stark. Mein Avatar ist zu groß. Ja, dann versuch mal hier rechts vorbei. Du kommst da drunter durch. Ja, jetzt mach doch. Du kannst doch durch. Ich komm nicht durch. Jetzt. Ach so, jetzt. Okay, gut. Ich hab's doch freigeschaltet für dich. Ja, ist ja gut. Ich dachte, es ist noch da. Man kommt da sowieso nicht durch. So, okay, jetzt kannst du. Ich dachte vielleicht, mein Avatar wäre zu groß. Ich dachte, wir müssen jetzt aufhören, weil mein Avatar einfach zu massiv ist. Weißt du, was massiv ist bei dir? Mein Gehirn? Nö, deine Dummheit. Also Entschuldigung, das hat auch jahrelanges Training erfordert. Das glaube ich dir. Das glaube ich dir. So. Hey, wir machen das aber richtig gut. Ja, dafür, dass wir uns die ganze Zeit gegenseitig fertig machen, ja, wo es eigentlich überhaupt gar keinen Grund für gibt, machen wir das echt nicht schlecht. Das gehört dazu. Naja, also letztes Mal haben wir diese übelst schwere Obi sogar geschafft, ohne uns fertig zu machen. Ja, aber wir haben jetzt hier kein Problem. Ich glaube, weil sie so einfach ist und wir uns nicht auf die Obi konzentrieren müssen, aus dem Grund machen wir das. Das kann gut sein. Die ist wirklich relativ easy, also wenn euch die... die wir sonst hier häufig spielen, zu schwer ist, dann schaut euch gerne mal die hier an, weil die ist echt okay. Die ist natürlich wieder in der Infobox verlinkt. So, bitteschön. Okay, jetzt ist hier wieder Button-Smashing angesagt. Yes, yes, yes. Also, ich muss ehrlicherweise sagen, dieser Avatar, ich werde damit einfach nicht cool. Ja, cool werde ich damit auch nicht. Das sieht auch voll komisch aus, so bei Roblox.
Das gehört halt nicht hier rein, ne? Schnell, dann ja. Weiter, mach weiter. Ich finde wirklich, das sieht aus, als hätte ich mit, als würde ich mit einer Barbie-Puppe das jetzt spielen. Ja, es sieht irgendwie so fake aus. Ja, ich kann es ja, also obwohl es ja eigentlich realistischer ist, aber ich kann es, ich weiß es auch nicht so richtig. Ja, aber bei Roblox sieht es einfach fake aus. Ja, ich weiß auch nicht, was ja, da deren Ziel war. Ich verstehe es auch nicht. So, ja, aber diese Obi ist auch nicht wirklich schwer. Nee, die ist voll in Ordnung. Also, hier kommt man dann ganz gut durch. Mhm. Man hat einen ganz guten Flow. Ja. Bin recht zufrieden damit. Ich weiß nicht, ob wir sie ganz durchschaffen. Mhm. Die ist relativ lang. Ich glaube, paar 30 Stages oder so. Wie viel? Paar 30, glaube ich. Wie viel? Paar 30. Ja gut, dann schaffen wir es aber durch, ne? Wir sind ja jetzt schon bei 14. Ich verstehe es immer noch nicht, was du sagst. Paar und 30. Ein Paar und 30. Ja, okay. Ich weiß nicht, wie viele 30, aber irgendwas mit einer 30. Okay. Okay, wir sind jetzt bei Stufe 15. Komm, wir wechseln mal die Seite. Schon wieder. Stage 16 steht hier dran. Hallo. Was hallo? Ja, geh doch durch. Hab ich doch. Bin doch schon durch. So. Dass auch die Augen immer so zugehen und blinzeln. Okay, das gibt es aber auch. Das gibt es auch bei so, also auch bei den klassischen Gesichtern. Hier bei Lena und so ist das ja manchmal auch so. Ja, ich weiß und das finde ich sehr gruselig. True. Aber frag mich nicht, warum ich es gruselig finde. Ich kann es dir nicht sagen. Kann man aber verstehen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Los! Ich bin ja schon dabei. Okay. Okay, kann es drüber. Dann kann ich ja lang. Hä, das ist voll eine easy Obi hier. Also jetzt nicht so, dass es unangenehm einfach ist, so dass man nur ja, durchläuft. Der Flow ist gut. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass es überschwer ist. Der Flow ist halt gut. Also ich weiß nicht, ob wir irgendwie gleichzeitig auf den Knopf drücken müssen oder so. Ich habe noch keinen Knopf gefunden. Achso, ich habe einen gefunden. Aber ich kann dir nicht genau sagen, wo der hin... Ja doch, damit hast du was bei mir freigemacht auf jeden Fall. Ich habe auch einen für dich. Gut, bleib mal bei dem Knopf bitte, weil ich weiß noch nicht, was du bei mir freigeschalten hast. Ja, das ist dann, diese Wand wird dann leicht transparent. Die ist... Ah ja, da, ich sehe sie. Ja. Und dann müsstest du wieder gleich was finden. Oh nein, jetzt wurde ich rausgekickt. Wie rausgekickt? Ich wurde rausgekickt. Das ist doch dein Server. Ja. Ja, ich weiß, woran das liegt. Woran? Das ist der Avatar. Das kann ich mir gut vorstellen sogar. Versuch mal wieder reinzukommen und die Stufen einfach zu skippen. Der Avatar hat den Server gecrashed. Ich hab's gewusst. Hab's einfach gewusst. Möglich. Und? Klappt? Ja, ich bin wieder hier. Wo bin ich denn? Also ich bin wieder bei dem Labyrinth. Ach so, das heißt, ja. Du müsstest einfach nur nochmal auf den Knopf drücken. Ja, ich bin jetzt leider auch einmal rausgegangen. Du kannst aber auch komplett rauszoomen. Eigentlich sieht man das auch da. Du musst erstmal auf den Knopf drücken, Danja. Ja, ich gehe wieder hin. Ich sehe das auch. Du musst jetzt nach rechts. Ja, ich sehe es auch. Ich gucke auch von oben. Perfekt, danke. Ja, du kannst schon wieder. Alles gut, ich bin schon durch. Jetzt kannst du. Nein, hier noch nicht. Oh, doch. Nochmal drücken, bitte. Ja. Okay, jetzt. So, und hier ist nochmal ein Knopf. Ja, kannst du nochmal drücken? Ja. Ich wollte einfach nur sehen, wo der ist, aber alles gut, schon gefunden. Okay. Sehr gut. Also das war jetzt ganz gut, dass ich wieder hier gespawnt bin, nachdem ich rausgeschmissen wurde. Ich habe ja, seitdem ich das eine Mal bei Roblox gesperrt wurde, immer panische... Ich bin gestorben. Panisch. Wie hast du das denn jetzt geschafft? Das reicht mich gerade auch. Seit ich das eine Mal bei Roblox gestorben bin, habe ich nicht gestorben, sondern gebannt wurde, habe ich jetzt panische Angst davor, wenn ich bei Roblox immer rausfliege. Okay. Ja, das wollte ich mit dir teilen. Das ist meine... Du müsstest einmal zurück... musst du nicht. Kann ich aber auch verstehen. Ey, ich bin schon wieder gestorben! Hä, wie denn? Hey, ich springe gerade voll komisch. Aber du kommst ja über die Dinger drüber, oder? Ja, schon, aber also gerade stelle ich mich echt blöd an. Kannst du mal zurück? Soll ich doch zurück? Guck mal, du kannst einfach mit dem Avatar da drüber springen. Geht das bei dir nicht? Nö. Das ist natürlich witzig.
Ey, aber das könnte bei solchen... Oh, Danja! Was denn? Was hast du denn gemacht? Die Wand war auf einmal wieder davor. Oh, ich dachte, das war schon. Och, Mann. Was machst du denn, Danja? Alles deine Schuld, also dass wir jetzt hier warten müssen. Ja. Du kannst doch einfach drüber springen. Ja, kann ich ja auch. Okay, jetzt habe ich es geschafft. Das könnte bei solchen Spielen, wo man so nach oben springen muss, weißt du, könnte das natürlich schon sehr nice sein. Hallo, was machst du hier? Ach so. Ja, ich wollte auch auf die Seite gehen und irgendwie diese roten... Warte kurz, warte. Diese roten Laser, die haben mir jetzt nicht so gut gefallen und da dachte ich, ja gut. Okay, kannst direkt immer weitermachen. So? Mhm. Gut. Let's go! Gut, sehr gut. Hervorragend. Ja, Kahn, weiter geht's. Yes. Hä? Was war das denn? Nee. Jetzt haben wir gerade wieder ein Problem. Ah, nee, doch nicht. Puh. Sehr gut. Ja, ich war nicht sicher, ob du jetzt gerade schon zu Stufe 23 gekommen bist oder nicht. Ja. Weil sonst hätte ich jetzt nicht mehr zurückgekonnt. Och, ey. Hä, was ist denn mit dir los? Dein Avatar, weißt du, der... Ach so, der verwirrt dich. Ja, der verwirrt mich extrem. Naja, wenn der dich so verwirrt kann, dann müssen wir das für heute wohl erstmal einfach lassen. Warte, lass doch zurück bis Stufe 25. Nicht ganz so einfach mit diesem äußerst realistischen Avatar hier. Danja, bis... Kann schon gar nicht mehr denken, lass doch weil Stufe dieser Avatar 25. hier einfach so creepy ist, dass es einfach nicht mehr geht. Leute, ich hoffe, ihr hattet heute wieder viel Spaß. Schade. Das Spiel ist in der Infobox verlinkt, da könnt ihr die restlichen Level natürlich auch noch ausprobieren. Dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als Ciao, Kakao.